trocken, von daher soll es mich nicht stören, wenn es jetzt regnet, dann rede ich einfach ein bisschen länger. Aber ich wollte mit Ihnen vorher auch noch einen ganz kleinen Ausflug vielleicht in die Bundesinvestitionspolitik der nächsten Zeit machen. Nämlich, wir haben ja jetzt zurzeit einen neuen Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen, wie Sie wissen, wenn so eine Baumaßnahme unfallfrei über die Bühne läuft. Und ich wünsche natürlich auch allen Verkehrsteilnehmern, dass sie künftig unfallfrei auf dieser neuen Strecke fahren können, und dafür alles Gute. Vielen Dank. Gegenüber dem öffentlichen Dienst hausieren gehen. Das ist keine Schlafmentalität von Beamtenstube, sondern das ist der alte Steigerspruch, schüpp, schüpp und quatsch nicht, der unseren Landesbetrieb prägt. Und dafür, Frau Sauerwein-Braksig, Ihnen stellvertretend herzliches Dankeschön, denn wir haben 1,1 Milliarde, werden 1,2 Milliarde umsetzen, und das, obwohl wir zusätzliches Personal jetzt erst aufbauen können seit einigen Jahren und die Truppe früher schon ausgelastet war bis zum geht nicht mehr. Wir sind stolz auf Sie, und wir wissen, dass wir in 3,5 Jahren ein ganz tolles Team an den Bund geben können, denn ab 2021 wird der Bund selbst den Hut aufhaben und nicht mehr die Länder. Ich hoffe, der Bund bleibt so gut, wie wir heute sind. Herr Rümkopf. Ich habe gerade noch einen Hinweis bekommen, dass fast auf den Tag genau vor 10 Jahren der Spatenstich stattgefunden hat. Unmittelbar an der Grenze am 4. Mai 2007. Viele werden sagen, für 18 Kilometer 10 Jahre, da ist doch Schnecke statt Fortschritt. Ja? Denn so haben wir nicht gewettet. Wir leben hier in einer großen Logistikregion. Wir leben hier im Grunde von dem logistischen Brückenbau zwischen Maas und Rhein. Wir eröffnen dem Grenzverkehr neue Perspektiven. Wir eröffnen den Gemeinden hier neue Perspektiven für die Logistik. Und Logistik wird nur so gut funktionieren, wenn wir die Logistikflächen auch gescheit anbringen, also erschließen und andienen. Und deshalb ist das nicht der Schlusspunkt des Straßenbaus hier in der Region. Wir müssen die Zeichen der Zeit erkennen, und die heißen Gas geben beim Bau. Denn gegen Stau in jeglicher Beziehung hilft nur Bau und keine Sonntagsrede. Sonntagsreden sind in Deutschland genug gehalten worden. Jetzt müssen Bagger rollen und Bagger röhren. Da müssen wir einen großen Fanclub machen. Wir nennen den Bündnis für Infrastruktur, damit endlich die Bessermacher und nicht die Besserwisser das Sagen haben. Das gilt hier und insgesamt im Land. Eigentlich leisten für Wachstum und Wohlstand der Menschen. Denn die werden nicht vom Vorruhestand alleine satt, und wir werden auch dann nicht davon nicht satt, dass wir Ranger an die... So, auf 3 schneiden wir durch. Halt. So weit, so gut, oder? Also auf 3. 1, 2, 3. Profitieren auch, weil nicht mehr so viele Autos dort sind. Ja, richtig. Im Grunde ist diese
Bundesstraße dieser Teilabschnitt eine Aneinanderreihung von Ortsumgehungen, ohne dass wir die extra bauen müssen. Und die Menschen, die ich heute Morgen in der Bäckerei Dick mitten in Heinsberg getroffen habe, die haben gesagt, die Straße ist klasse, aber hoffentlich reicht die Ampel. Und nach unseren Bedenken, dann wird sofort gebaut. Aber da wird eine Brücke gebaut, kein Tunnel, ne? Da wird eine Brücke gebaut und kein Tunnel. Ja, da bin ich sicher. Da wird eine riesige Brücke gebaut. Ja, sehen doch gesund und munter aus. Ich hoffe. Ja, ich habe mich nicht mehr. 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 Ich habe mich nicht m